Leute, ich bin jetzt nach Baden-Baden gefahren, um ihn zu überraschen. Auch wenn es ihn gar nicht juckt, dass ich jetzt aus dem Nichts unangekündigt eigentlich hier einfach bin. Nichtsdestotrotz habe ich richtig Bock. Was heißt mich nicht gejuckt, Chat? Hat man es gemerkt, wie ich mich gefreut habe, als ich ihn gesehen habe? Ich habe mich wirklich gefreut. Vor allem habe ich Jens schon echt lange nicht mehr gesehen. Zuletzt war das bei seinem Festival Sanremo. Und heute bin ich mal wieder gespannt. Bruder, das sieht ja hier übel nice aus. Bruder, sag doch mal ganz ehrlich, der Baden-Badener Kickplatz. Weißt du, wie stolz ich war? Und heute bin ich mal wieder gespannt. Bruder, das sieht... Ey, sag mal ganz ehrlich, unser Fußballplatz für einen Kreisligaverein, sag mal ganz ehrlich, wie geil ist der? Wie geil ist das? Stadion könnte natürlich auch größer sein, aber ey, dafür haben wir nicht genug Fans. Aber krass. Und ey, Bastian Schweinscher, wirklich SC Baden-Baden. Geil. Das hat mich so stolz gemacht. Der Bastian, der weiß jetzt auch Bescheid, dass wir am Start sind in der Kreisliga. Wir sind dabei, Platz 3. Wir steigen auf. Die Bahn ist doch völlig irrelevant. Zum Kippen ausdrücken ist sie immer noch gut. Sieht ja hier übel nice aus. Wir brauchen auch so einen Bolzplatz hier bei SSV Harzdal. Vor allem ist es einfach eine geile Wiese, Mann. Guck, wie nice es aussieht. Max, komm, mach mal Pay to Win, auch in Real Life. Ich haue dir in deine Fresse. Adam, heute auch mal auf dem... Das habe ich noch nie erlebt. Ey, ich habe Trimax noch nie so erlebt, gell? Ich reg mich schon lange nicht mehr wegen Kommentaren auf. Wirklich. Also schon lange nicht mehr. Ihr könnt in den Chat schreiben, was ihr wollt. Es ist mal sowas von... Ja, was halt die Fresse, Puma? Was halt die Fresse? Die Downy-Witze haben auch gesagt, die hören auf! Und ganz besonders relax, wenn ich den Adam hier sehe. Aber ganz besonders relax bin ich da. Nein, ich glaube nicht. Du spielst nicht? Hast du mal gespielt? Du machst gar kein Foto, ne? Du machst Vlog. Ja, ich mach Vlogs. Ich check das nicht, dann machst du einfach Foto. Ich bin nämlich auch. Sonst hätte ich direkt für Unterhaltung gesorgt. Ich bin nämlich auch ein Sidekick und zwar von Sascha. Nein, ich weiß. Ich guck deine Videos ab und zu. Also im Hintergrund, aber es tut mir leid, Leute. Warum ist Adam morgens so schön? Der ist ja nie schön. Das erste Mal schön. Ha! Spaß, Adam, ich hab dich in der Chatbox gesehen. Schön, dass du da bist, mein Lieber. Wirklich, was hast du für einen Schlafzimmerblick an dem Tag gehabt? Unglaublich frisch. Du musst an dem Tag echt mal ausgeschlafen haben, oder? Oder ist er geschminkt? Hat dich Thomas, schminkt er dich mittlerweile oder was? Morgens puderst du dich ab oder pudert er dich? Spaß muss sein, sagt man in Bayern. Pudern ist ein anderes Wort für juxeln. Adam sieht aus wie gerade aus der Gebärmutter gezogen. Guck immer so rein und denk mir so, ja, geiles Fotomotiv. Ich will mich entschuldigen. Weil einfach, ihr müsst euch das auch so vorstellen, er kommt hier mit so einer professionellen Fotokamera an, die ein Objektiv hat, welches länger ist als so manche. Und das ist einfach ziemlich lang. Ich habe gerade mitbekommen, dass Jens war ja in Oktoberfest und da hat er anscheinend noch 2 Auftritte irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, hat anscheinend im Auto geschlafen und fährt jetzt hierher direkt. Was ein kranker Hassler, Digga. Und da versammeln sich schon die Leute. Knossi, du bist der Beste! Weißt du, wo ich... Versammeln sich schon die Leute. Knossi! Da seid ihr. Guck mal, hier oben ist Fabsi 1981. Hier vorne haben wir King Dutschbeck. Immer vorne mit dabei. Läuft immer direkt mit mir. Meist läuft er neben mir. Aber diesmal ist er einen Weg weiter. Hier vorne haben wir einen Zipfel. Ist auch am Start. Hier haben wir den Undertaker von WWE, SmackDown. Dann haben wir hier vorne den Ankh44. Immer ein bisschen auf Abstand, weil er bis heute denkt, Ankh, du bist kein Sub, weil er bis heute denkt, es wird mich stören, aber Ankh, du bist genauso beliebt bei mir wie jeder andere auch. Und hier hinten haben wir, und er guckt wie immer einfach nur doof, Smokey PG. Und ganz, das hat mich ganz, also ich habe mich dann irgendwann umguckt und dachte, es kann doch nicht sein. Wie hat sie das gemacht und wo ist ihr Freund? Hier hinten haben wir Honeymoon. Noch ein Gast, über den ich mich sehr gefreut habe. Er kam aus Mannheim, er ist die Stunde gefahren. Apache! Überall war ich heute Nacht und jetzt 12 Stunden im Auto gesessen, zurück, fast schlaflos. Wieder hier, SC Baden-Baden. Du bist da? Ich bin da und du warst auch auf dem Oktoberfest. War ich auch noch den Tag. Erste Video, wo man sieht. Hier kann man sehen. Ruhe, ich will es euch zeigen. Und es sind nicht die Augenringe und es ist auch nicht das Down-Syndrom. Die Säufernase. Rosazea, meine Rosazea-Nase. Kommt nicht wegen Saufen oder Alkohol, überhaupt nicht. Die wird nur einfach so genannt. Warum auch immer, habe ich nie verstanden. Aber hier seht ihr die Knicke und die Löcher, die ich in der Nase habe. Die Krankheit nennt sich Rosazea. Wieder hier, SC Baden-Baden. Du bist da? Ich bin da und du warst auch auf dem Oktoberfest. War ich auch noch den Tag davor. Es ist krass, jetzt bin ich hier. Aber hast du geschlafen? Wenig, ja. Wenig und schlecht. Bin gut. Ja, aber man sieht es an der Nase da. Es ist das erste Mal, dass man es wirklich so sieht. Dass man es wirklich bei dem Licht so sieht. Wirklich, ne? Ihr seht es auch, das Leichte. Gell? Eins im Chat, oder? Ihr seht's wirklich, gell? Hey, Kinders, ich kann damit leben. Drauf. Was machst du hier? Ey, ich bin einfach so vorbeigekommen. Geil. Also Jens, jetzt agier doch mal auch als Trainer mit der Zigarette im Mund. Wo? So, hä? Jetzt muss man ein bisschen auch anfeuern hier, die Leute. Jungs, komm! Marius, komm! Nata! Jetzt regnet's auch noch, Mensch. Es regnet's. Aber so muss sein. Du musst auch mal dein Team unterstützen. Hey, guck mal, die erste Energie ging alles in unsere Richtung. Kommt der Schiedsrichter und schickt mich weg. Der Schiedsrichter hat mich einfach...
Er hat mich einfach weggeschickt. Er hat mich einfach... Alter, jetzt hab ich schon fast vergessen. Du kannst eine gelbe kriegen. Ich Zuschauer, bitte hinter das Ding. Mir gehört der Verein. Hat es dem keiner gesagt? Aber auch selbst dann darf man nicht, ne? Hast du das gerade wirklich gesagt? Weißt du eigentlich, wer du willst? Hätte ich mir natürlich auch im Nachhinein mehr Buh gewünscht, statt Ich hab nicht einfach aus dem Feld rausgekommen. Oh, scheiße. Lucy, bist du Bruder von Karim Benzema? Wenn ja, ich grüße dich. Ich bin der Bruder von Karim Benzema, ja. Grüß dich. Hat gerade denn keiner gesagt, Schauspieler wie Benzema, wollte die Benzema, zahlt den Benzema 160 Euro. Ein Tor! Nein. Oh, ja! Ihr könnt doch erzählen, was ihr wollt, aber der Tag war doch mega geil. Hat richtig, richtig Spaß gemacht, gell? Wer ist jetzt schon Fan von euch vom SC Baden-Baden? Eins im Chat. Wer sagt, ich stehe dahinter, finde ich voll geil? Geil, Alter. Weißt du, wer hätte es gedacht, dass mal SC Baden-Baden Fans hat? Weißt du, wirklich schön. Viele Zweier auch. Das können nur die A*****er von Schalke sein. Hey, ey, was sagt der denn? Sagt der? Jens, 15 Subs. Trifft er oder trifft er nicht? Der trifft. Der trifft? Lass er. 15 Subs. Trifft. Ich sag, er wird nicht treffen. Trifft. Ey, trifft. Kannst du gegen... Wenn der das Ding verschossen wird. Der hat doch nie verschossen. Ich darf mich nicht freuen. Trippel und... Tor! Stopper! 50 Subs! 15! Die sind bis heute nicht gekommen. Ey, die sind bis heute nicht gekommen, ne? Ja, ich weiß. Man hat viel um die Ohren, oder? Nee, was gibt's jetzt? Du hast doch viel Stress momentan, oder? Ich bin ein bisschen unterwegs, ja, warum? Was heißt ein bisschen? Also viel Stress oder geht's? Nee, schon viel, Jens. Ja, gut. Ist auch kein Wunder, denn sonst wären wahrscheinlich die 50 Subs schon da! Welche 50 Subs? Vom Fußballspiel! Ich hab sie dir vor Ort 15. Ich hab 15 gesagt und du sagst 50. Ducci? Du weißt keiner was davon. Doch, und vor Ort habe ich sogar noch gesagt, Jens, du hast sie jetzt bekommen, da hast du mich angeschaut, komplett leeren Blick, du wusstest gar nicht, was ich von dir will, hast nach vorne geschaut und der Chat hat hingeschrieben, einfach Donoball. Jetzt schreibt die eigene Frau im Chat, er hört mir oftmals nicht zu, jetzt fängt die auch noch an. Ja, aber Schatz, du laberst auch 24-7 nonstop, auch noch im Schlaf. Ja, wirklich. Jetzt geht's wieder los. Ey, ich find's ganz komisch, dass sobald ich im Thema bin, da immer so Diskussionen gibt zwischen dir und deiner Freundin. Wieso? So wie im Restaurant beim Essen. Ey, wie lustig war dieser Abend? Sag ganz ehrlich, nach dem Fußballspiel ist noch Essen. Der war sehr, sehr lustig. Ey, kommen da nicht noch Ausschnitte in deinem Vlog jetzt gerade? Ich guck den gerade an. Doch. Kommt mit da noch Fuß was? Fuß und alles. Mit die Füße? Ja. Fuß-Content gleich für euch, Chat. Wer hat Bock? Eins im Chat. Füße, 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 Füße. Ah, ich nehme heute wieder. Schatz, ich nehme sie heute wieder komplett. Ein bisschen Rachen rein. Oh, was? Hm? Was? Jens? Hm? Also, ich guck mal dein Video weiter. Was hast du gesagt? Schönen Abend noch. Hm? Schönen Abend, Jens. Ciao. Bis Donnerstag. Ciao. Ciao. Ey, manchmal bin ich zu locker. Schatz. Hast du dich heute von Zitronen ernährt oder wieso bist du so lustig drauf? Ey, Schatz, ich wusste schon, ich habe schon direkt Todesangst, dass du jetzt anrufst. Ich weiß nicht, was manchmal mit mir los ist. Ja, also... Ja. Gut, tschüss. Tschüss, tut mir leid. Ach Mensch. Wir gucken mal das Video weiter. Warte! Ich sag 15 Sound, er sagt 50! Ja. Er sagt 50! Ja! Wie witzig ist es eigentlich, dass sie einfach alle herkommen und einfach sagen, bist du der Bruder von Karim Benzema? Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Wie sieht denn Karina Benzema aus? Wie meint er? Was meint er? Sieht er so ähnlich aus oder was? Karina Topscorer. Ja, gut. Ich habe die grüne Karte gezogen. Ich habe gesagt, ich bin der Bruder von Karim Benzema. Ich bin so ein schlechter Mensch. Ich lüge einfach keine Kinder an. Perfekt, Digga. Bruder und ich dabei mit meinen Gang. Hör auf zu lachen, Bruder. Braucht keiner zu Hause lachen mit meiner Bande. Mach keine Faxen in dein Stadtteil, sonst kommen wir. Mach keine Faxen. Frankfurt, Offenbach. Er, der neben mir steht, Legende. Er hatte wirklich alles dabei. Er hatte den Knossi-Gürtel, er hatte Knossi-Pullover, er hatte Knossi-Trainingsjacke, er hat den Knossi-Bademantel. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an dich, mein Freund. Und jetzt nochmal Benzema. Ja, Benzema.
mit Nacken. Jens, ich hab was. Was? Was ist da passiert, Alter? Ich hab's nicht gesehen. Warte mal, Ruhe. Was für Rippnacken? Guckt auf den da hinten, ich hab's nicht gesehen. Brudi! Mit Nacken. Jens, ich hab was mitgehen lassen. Ja, ich hab mich so gefreut, Leute. Ihr wisst nicht, was das ist, warte. Du zündest jetzt ein Bengal. Ey, ich hab mich so gefreut. Leute, es war, man darf es nicht für gut heißen, macht so etwas nicht. Aber wenn, ich sag's euch ganz ehrlich, wenn du in dem Stadion sitzt, 250 Zuschauer und denkst dir, wunderbar, wir sind ganz oben. Man denkt so irgendwie gefühlt, man ist ganz oben und auf einmal siehst du, wie irgendjemand im Stadion Bengalo zündet. Bei 250 Leuten Dorffest. Dorffußball. Ich hab gedacht, es hat mich irgendwie gefreut. Es darf mich gar nicht freuen, gell? Es darf mich nicht freuen, aber ich war es irgendwie so stolz. Und später sehe ich einen mit so einer Kiste rumlaufen. Willst du kaufen? Bengalo, willst du kaufen? Ich habe auch Getränke dabei. Ich sag, was? Der läuft mit so einem Glühweinfass rum, mit Zapfahren, auf dem Rücken. Ich sag, willst du mich verarschen? Wir haben hier oben einen eigenen Shop. Ach komm, bitte guck doch mal noch drüber weg. Habt ihr es überhaupt im Stream gesehen? Dass einer mit so einem Fass rumgelaufen ist und zapft den Leuten hier? Willst du, wir brauchen Umsatz in der Vereinskasse oben, weil momentan geht bei uns kein warm Wasser. Die Spieler sind nach dem Spiel wieder zu mir so gekommen. Knossi, warm Wasser. Wir haben momentan kein Geld, Jungs. Julian, jetzt reiß dich zusammen. Du zündest jetzt, ja, 7 in the Wild. Du wolltest schon immer, aber nicht in unsere Richtung. Hey, nach oben, nach oben. Junge, nach oben. Da. Fuck. Macht er nur Scheiße, wirklich macht er wieder. Und da kommt der nächste raus, frisch geduscht. Ey, geil, wie war das heute, Bengalo im Stadion? Ich wusste gar nicht, von wem das war. Boah, guck mal, was da drin liegt. Das ist die Tröte. Die ist leer, 100. Guck mal, wieder 25 Cent. So. Prozent. Die ist kaputt. Ey, ich war so traurig, so eine Tröte. Freunde, wenn ihr das nächste Mal kommt, Freunde der Sonne, okay, ist Bengalo, jetzt möchte ich mal einmal kurz, was kann man, was ist legal? Bengalos sind nicht erlaubt. Aber was ist legal? Was sind so diese diese Stadion-Sachen, die geil ankommen? Bengalos gehen klar in der Kreisliga, dann bringt Bengalos mit. Trommel wäre halt krass, weil wir haben noch keine so Fangesänge. Es gibt ja nicht wirklich einen Fanclub oder sowas. Flaggen wären geil, haben wir jetzt auch noch nicht vom SC Barmann, aber irgendwelche Flaggen einfach wäre geil. Trommeln wären echt super geil. Flöte, ja, wenn das gut ankommt, ja. Vuvuzela, genau, die Dinger sind geil. Konfetti? Oder die, kennst du die noch von früher? War es nicht immer so? Ich habe immer die Videos gesehen, wo schön, ne? Sollte man immer am Schreibtisch haben. Trompete, Panzerfaust. Also jetzt haben wieder einige einen Clown geschluckt auch da draußen, ne? Kalaschnikow und dann auch noch falsch geschrieben mit S. Kalaschnikow. Mit SCH, ja klar. Maskottchen, Pistole, Dudelsack. Alter, wäre geil. Ihr seid Wunderkerzen alle. Und dann die alten guten Songs, ne? We are the world. We are the children, we make a world and make a better day, now let's start dipping, and when you will ever be, my hope will ever gray, may hope and a better play, are you and me, we are the world, we are the children, we make it look, and a dirty day, holy forgiven, making love for way, me away, better day, we gay, in a better day, let it be. Der war für euch umsonst, dafür muss man nicht in den Megapark kommen, das mache ich für meine Community, auch außerhalb der großen Bühnen, einfach im Livestream, und darum bist du hier Sub, darum bist du hier ein treuer Follower, weil du die Qualität und die Liebe von mir, meiner Community gegenüber, schätzt. Denn bei mir gibt es solche Dinge immer noch gratis. Okay. Jens am Mülleimer. Ich hab noch Pfandflaschen gekauft. Waren da welche drin? Nicht? Sicher? Ich brauch welche. So, wir gehen jetzt noch ganz gediegen was essen. Ich bin eigentlich halbwegs auf einer Diät, aber egal, heute gönne ich mir eine Pizza. Also ich habe hier auf Empfehlung von Jens. Gönne ich mir eine Pizza. Also ich hab. Das ist eine der besten Pizzen,
die es gibt im Restaurant Mamma Lina in Baden-Baden. Eins der besten Restaurants Baden-Badens, wenn nicht sogar Deutschlands, die beste Pizzeria. Das ist die sogenannte James Bond 007. Man hat hier links Trüffel mit etwas, wie heißt das hier, Petersilie. Dann natürlich Tomatensauce, es ist alles Büffelmozzarella. Du hast hier rechts auch nochmal ein Mozzarella mit einem weichen Kern, warm vom Büffel, ganz frisch vom Büffel genommen. Dann hast du schön ein paar Tomaten auf einer super knusprigen Teigtasche, die innen aber auch nochmal dieses Frohlockende hat. Das ist diese Pizza, unglaublich krass, wirklich absoluter Hammer, genießt es mal. Ich habe hier auf Empfehlung von Jens. Ja. Jens, ich muss aber sagen, die Form. Was ist mit der Form? Was erkennst du bei der Form? Eine schöne Schleife. Ja, aber ich habe nicht verstanden, was er da wieder gesehen hat. Was ist das? Das ist eine Schleife. Siehst du mal, da musst du nur meine Frau fragen, das ist eine Schleife. Siamesenpilze. Ja, Siamesenpilze. Siamesen-Albino-Pilze in weiß. Ja, ist eine schöne Schleife. Was siehst du denn da? Ja, man muss einfach sagen, man sieht einfach eine Schleife. Ey, wir haben gerade so ein Riesenthema wegen DM-Sliden von Stars oder sonst was. Schick mal Bild, geiler Mann. So, da habt ihr die Szene. Da habt ihr die Szene, weil ich dann gesagt habe, mach mal auf jetzt. Jetzt will ich aber mal gucken, was da reinkommt. Ich werde es nicht vergessen. Kommt da wirklich ein Schniedelwutz rein? Ist da wirklich ein Schniedelwutz? Und weißt du, was einer schreibt? Weißt du, was der dazu schreibt? Jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt gleich kommt, aber schreibt der da rein? Dein Freund ist ja jetzt gerade weg auf der Insel bei Seven and the Wilds. Brauchst du irgendwie jemanden oder sowas? Und schick einen Schniedelwutz! Einen Schniedelwutz! Alter, was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Mensch? Was glaubst du denn? Die sagt da ja oder was? Ich habe das Bild aufgemacht. Ist no joke. Der wollte helfen. Was ist das für ein Arschloch? Was ist denn das? Sag, jetzt werd ich aber hier nochmal. Was bist du denn für ein Arschloch? Marker sein. Jetzt reicht's aber hier. Dann friss doch deinen Scheiß alleine. Diesmal sitz in dem Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland. Mach zu. Trau dir nur. Verschlag dich zusammen, trau dir nur. Wenn du zu frech wirst. Trau dir dieser nur. Streit hier, nebenbei mitgefilmt, betraf den verdienstvollen Produktionsleiter Walter Sachser. Du hast mir bestimmt mal nicht zu fressen, Krieger! Der war erleben! Das ist nichts! Das! Oh, du nicht. Sein Geisteskranker! So glücklich, sein Geisteskranker! Komm, schaff den weg hier, dieser Scheiße! Wer schreibt jetzt in den Chat 1 zu 1 wie du? Schaff den, ist ein Geisteskranker hier in der Chatbox! Dutschi! Hast du ein doch, Dutschi! Muss ich mir so etwas anhören hier, sein Geisteskranker! Geiler Mann, Instagram, schick mal Bild, was für Bild mit der haben. Ich schick ihm eins. Ey, okay. Okay, also Leute. Na, dann hab ich einfach mal ein paar Nachrichten beantwortet. Richtig so, einzeln Chat. Hab ich mal die Nachrichten beantwortet. Damit der zu Hause sitzt und denkt, oh, ich Idiot. Ja, wirklich, dass er es mal sieht. Wirklich. Da kommen Nachrichten rein, das ist wirklich einfach nur noch unangenehm. Du zweifelst an der Menschheit. Und weißt du, was ich meine? Wie groß muss der Schatten eines Mannes sein? Oder weißt du, was ich meine? Der Schatten hier. Dass er einen an der Waffel hat, wenn er sich nicht zu helfen weiß, über Instagram irgendwelche vergebenen Frauen anzuschreiben. Nach Huyal, spinnst du oder was? Hä? Tickst du noch richtig? Was von Kobla in Nassikim? Hä? Was bist du denn? Was denkst du denn? Wer du bist? Du bist nur noch peinlich. Dir fehlt's doch sonst wo. Dann such dir doch eine. Findest du los, aber keine Eier, um da draußen irgendeine anzusprechen. Der muss doch geisteskrank, ist der. Ruhig, ich bin gerade kurz in einem anderen Film. Wir gucken weiter. Falls ihr ein persönliches Bild von Jens kriegen wollt, dann könnt ihr bei Lia reinschleiden. Nein, Spaß. Schick mal, komm mal runter. Kannst du mir bitte ein Bild von deinen Füßen schicken? Ich brauche das Bildschirm. Und dann habe ich rot gesehen. Dann sage ich euch ganz ehrlich, und dann habe ich rot gesehen, Kippe in die Lab, gib das Handy her. Kannst du mal Füße, Bilder von deinen Füßen schicken? Dann hat's mir gelangt. Niemals. Oh. Was ist denn hier passiert? Niemals. Eine Minute, Marisa. Eine Minute, Marisa. Hier. Fünf Sterne Restaurant, bitte nimm das. Das war's dann auch wieder mit diesem... Alter, hat er ein schönes Fußbild gekriegt. Ich hoffe zu Hause wirklich, du hast die Küchenrolle wirklich mehr als voll gemacht. Ich hoffe, ich hab dir an Gewicht zugelegt. Hoffentlich, und das wünsche ich dir, hast du auch leicht daneben gespritzt und musstest danach irgendwie abwischen noch. Hast nochmal einen nassen Lappen holen müssen. Hoffentlich, wirklich, vom Allerfeinsten. Und hoffentlich war der Druck stark genug, dass du auch noch den Monitor getroffen hast, du Drecksau. Fahr mal wieder runter. Video. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog auch wieder gefallen. Diesmal ging das Ganze eigentlich kürzer. Lasst mich bitte wissen in den Kommentaren, ob euch auch solche Vlogs gefallen, wenn ich jetzt einfach nur irgendwo hinfahre. Meistens sind es eigentlich bei mir immer verschiedene Orte. Natürlich ist es am heftigsten oder ist es krasser. Aber ich bin euch wirklich ehrlich, Leute. Ich kann nicht jedes Mal Berlin, Hamburg, Hamburg, Köln, Köln, Berlin. Und ihr glaubt, dass der recht hat, nur weil er einen Bart trägt? Ich bin manchmal wirklich, fahre ich mich fest und kriege die Rolle nicht mehr los. Es ist echt so krass. Das haben eigentlich nur Leute, eigentlich, es gibt, glaube ich,
4 Leute, die das haben. Das sind unter anderem Johnny Depp, George Clooney, Brad Pitt und ich. Haben wir Charakterrollen? Dauert es manchmal Monate nach einem Video, dass ich das wieder loswerde und vergesse, dass ich der gar nicht bin. Ich kann mich so in die Situation und in die Figur reinleben und reinfühlen, dass ich die nicht mehr loswerde. Ich krieg sie nicht mehr los, ne? Ich bin jetzt aktuell. Nee, jetzt, Moment, jetzt bin ich gerade kurz wieder Lars Schumann aus Richter Alexander Holt, Porno-Fan von der Ginger. Ja, jetzt kam mir gerade kurz, nein, ich war es nicht. Nein, die Ginger Fox ist ein richtiger Star. Und jetzt kommt bei mir wieder der reingekickt, Alter. Also einmal kommt der reingekickt und einmal kommt der reingekickt. Ich komme manchmal vergesse ich Jens zu sein. Teilt dieses Video mit eurem Video. Was? Bis zum nächsten Vlog. Kuss und Liebe geht raus. Da, 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 da. Du bist der Beste.